Willkommen, Freunde, zu Pumpin' Jack. Haben wir uns mal gegönnt. Passt ja irgendwie zur Jahreszeit. Ist vielleicht auch nicht ganz so schwer für mich, weil ich ja jetzt nicht so der Mega-Zocker bin. Aber ich dachte mal, so ein kleines Jump'n'Run irgendwie spielt man viel zu selten. Also lassen wir es mal krachen. Auf geht's. Once upon a time, in the great Arkansil Kingdom, the world lived in peace and coexistence. Between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansil a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the eternal night. Powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful, but for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon the champion. The mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Aha. Ich bin also der Kürbiskopf, der alles wieder retten soll, ne? Hurra. Aber egal. Wir geben unser Bestes. Alter, steile Landung. So, da ist er ja schon, der Schurke. Hier können wir rollen. Was können wir hier mitmachen? Gar nichts. Ah, springen funktioniert schon mal. Ja, ich kann das leider nebenbei, während ich zocke, nicht lesen. Weil mein Monitor, glaube ich, zu groß ist. Y reden mit der Eule. Huhu, wem haben wir denn da? Steckt wohl doch mehr in diesem Kürbiskopf, als man denkt. Oh, sehr nett. Mehr als so unter deinem Gefieder auf jeden Fall, du Vogel. Du zu spät dran und aufmüpfig. Du bekleckerst dich nicht gerade mit Ruhm, Jack. Wer bist du überhaupt und woher kennst du meinen Namen? Ich bin da ein Diener des Teufels. Ich wurde geschickt, um dich und deine Arbeit mit Eulenaugen zu überwachen. Glaube ja nicht, dass der Teufel deine tückischen Taten vergessen hätte. Jack vertraut dir ganz und gar nicht. Ha, bleib mir lieber von der Pelle, falls nicht hätte ich da noch diese uralte Familienrezept für Hühnerschenkel. Alter. Dieses Hühnchen hier hat dir einen nägelnagelneuen Körper geschenkt. Wo wir gerade dabei sind, bringen wir dich mal in Form. In Form bringen, hast du mich gerade fett genannt? Du bist ein Kürbis in Corporalis. Hast Jahrzehnte ohne richtigen Körper verbracht. Und jetzt hör auf rumzutrödeln. Wird Zeit, dass du dich an deinen neuen Körper gewöhnst. Aha. Das war eine geile Konversation gewesen.
Ja, das, nach der Konversation der Rabe mit uns, die mal reden will, das ist auch klar. Wäre ich auch lieber weggeflogen. So. Warum nimmst du nicht ein Schlückchen aus dem Kessel? Dieses blubbernde Brühe, bla bla bla. Kriegen wir mal. Und jetzt? Ah, hier gibt es einen Doppelsprung. Genau das Richtige für mich hier. Okay, hier müssen wir ein bisschen warten. Timing ist doch mal wieder alles. Ah, shit. So schnell geht das, dass der Kürbis in 1000 Teile zerspringt. So, komm. Ungeschickt lässt grüßen. Ja, das machst du sehr fein, Jack. Noch ein Sprung, Jack. So. Ah, sehr gut. So. Ja, wir können Gott sei Dank im Flug noch mal ein bisschen lenken. Neuer Speicherpunkt. Ah, komm. Schmeckt das lecker. Ins Wasser darf er nicht fallen, ja? Ist ja ein Ding, da bin ich immer gespannt, wie wir da rauskommen aus der Nummer. So, nimm Anlauf und dann mache einen Doppelsprung. Mal gucken. Ist denn irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo was schnell läuft. Ja, das ging auch so. Schon wieder die Eule, ey, das gibt's doch nicht. Puh, gar nicht mal so schlecht, Jack. Bringen wir schnell wieder auf Vordermann. Es fühlt sich gut an, wieder einen eigenen Körper zu haben. Arme, Beine, alles. Dann will jetzt auch vollen Körper ein. Achso, dann will ich auch. Da fehlt irgendwas. Dann will ich auch jetzt vollen Körpereinsatz sehen. Da warten ein paar Monster darauf, von uns zerlegt zu werden. Aber das sollte ja kein Problem bereiten. Oh, jetzt. Mit zerlegen kenne ich mich bestens aus. Zahlen, Möbel, Hühnerschenkel. Aber warum sollten die mich überhaupt angreifen? Wissen die nicht, was ich auf ihrer Seite bin? Wissen, das ist ein Fremdwort für sie, Jack. Diese Monster sind nichts als schwerfällige Spatzenhörne. Aha. Sie wissen nicht mal, wer sie selbst sind. Ganz zu schweigen von dir. Kürbis oder nicht, du bist immer noch ein Mensch. Das allein macht dich zu ihrem Freund. Deswegen, Feind, Freund, ging zu schnell. Deswegen braucht mich der Teufel also. Ihm fehlt die menschliche Institution. Dieser neue Gegner ist schlau. Jack, der Teufel braucht jemanden, der mindestens genauso schlau ist. Ich verstehe. Und ihm ist es egal, wenn ich seinen Monstern die Rübe poliere. Rübe polieren ist auch geil. Huhuhu. Das sind doch nur hohle Birnen. Mach, was du willst. Hauptsache, du erledigst deinen Job. Okay, kommt her, die hohle Birne. Ach, siehste. So, mal. Ich muss einen richtigen Weg nehmen hier. Ja. Das geht ja gleich schon wieder gut los hier. Aua. Ah. Aua, aua, aua. Eieiei. Jetzt gleich schon wieder reden. Ah, jetzt redet der Rabe mit mir, ne? Ah, sie ist zurück, sie ist zurück. Lasst uns abflattern, flattern um euer Leben. Ja, klasse, noch mehr Vögel. Eigentlich habe ich ja schon mit der Eule ein Hühnchen zu rupfen. Aber wenn ihr mich nicht durchlasst, kommt ihr auch auf meine Liste. Bleibt uns ja fern, Vogelscheuche. Ich habe Krallen und ich werde sie einsetzen. Vogelscheuche, meinst du mich damit? Ich heiße Jack. Du darfst mich aber auch einfach obergenialen Superschocken nennen. Warte, er hat ja Beine. Eine Vogelscheuche hat doch keine Beine. Der scheint auch mehr als ein Stromkopf zu haben. Seht ihr, ich bin keine Vogelscheuche und jetzt lasst mich durch, ihr kratzbürstigen Krähen. Krächzeln nicht so schnell, wir Vögel sind hier jetzt in der Überzahl. Wir lassen den Herrn Jack durch unter einer Bedingung, wir brauchen deine Hilfe. Ich soll mich einer Krähe unterwerfen, so weit sind wir schon, was wollt ihr? Bei der Scheune da drüben taucht manchmal eine Vogelscheuche auf. Die terrorisiert uns schon seit Wochen und macht ihren Namen echt alle Ehre.
Und jetzt soll ich für sie für euch verscheuchen. Genau, genau. Ich werde dir auch helfen. Meine Flügel schlagen schnell und mein Schnabel spitz. Gegen ein wenig Luftunterstützung habe ich nichts einzuwenden. Wir haben einen Dielvogel. Rechts, hurra, nieder mit den Strohfädeln. Los geht's, okay? Bin ich immer gespannt, ey. Kürbiskopf gegen Vogelscheuche. Aha. Jetzt können wir sogar gut schießen. Sehr gut, sehr gut. Dann nehmen wir mal einen kleinen Schluck, würde ich sagen. Das schmeckt so richtig gut. So. Zickzack, rüber ab. Ah, was liegt? Können wir hier einsammeln? In einigen Kulturen gelten Krähenschädel als Glücksbringer. Angeblich beschützen ihre Träger des Bösen. Okay. Sehr gut. Was ist das hier? Achso, haben wir schon eingesammelt. Schaufel. Angreifen. Okay, wie soll man mit angreifen? Also doch nicht die Vogelscheuche hier, oder? Alter, wie der die zermäht, ey. Das ist unglaublich. Hier können wir wahrscheinlich durch mit. Nieder mit der Tür, Jack. Immer schön mit dem Kürbiskopf durch die Wand. Genau. Was kriegt ihr hier? So muss das sein. Du heilige Neune. Müssen wir hier hoch, ne? Ja. Dann da. Und da. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, das war knapp. Ja, nimm das, Schurke. Wow. Ja, brennt's ein bisschen, würde ich sagen. Okay, Angriff ausweichen ist mit B. Oh, da hat mir aber auch ein paar verpasst. So, habe ich eingesammelt, sehr schön. So. Was zu trinken wäre jetzt nicht schlecht. Die ist ja. Sieht ja nicht ganz so gut aus. Alter, wie der mit der Schaufel umgeht, das ist so geil. Ja. Ja, wenn man ein bisschen Kürbis erntet. Kürbis schlägt Kürbis. Aua. So, ich weiß nicht, ob ich den. So. Sehr gut. Wenn ich die platt mache, sammle ich auch ein bisschen Energie ein, glaube ich. Jawohl. Der glücksbringende Kürbis. Rabenschädel. Ah, hier gibt's was zu abonnieren. Das ist wahrscheinlich auch die ganzen Energy Drinks irgendwie entstanden. Ja. Wollen wir mal ein bisschen was frei hier? Ja, das klappt doch wie am Schnürchen. Gut, ich will nur mal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Muss man aufhören, dass es eigentlich schwindelig wird. Wenn du da ein bisschen zu ungeschickt bist, dann ist gleich vorbei. Ja, hier warten wir lieber nochmal. Bevor ich da wieder runterfalle. Jetzt aber. Zack. Ah, wie ein Profi. Ah, nein. Ah, ärgerlich. Okay, ich komme ja auch von da.
Müsste es eigentlich hier weitergehen, ne? Würde ich sagen. Jawohl, jawohl, jawohl. Na, ich versuche mal um. Ja. Am besten mal vom Weiten abschießen. Ah. Okay, den hat's auch zerlegt. Jawohl, jawohl, wir haben's. Oh, Klappe da drüben. Ja. Sehr gut. Ja, die schöne Eule. Die müsste jetzt mit uns zufrieden sein. Und vielleicht brauchen wir da einen neuen Körper hier gar nicht. Schlüpf schnell raus und wirf einen Blick hinein. Rausschlüpfen aus meinem Körper oder was? Was denn sonst? Dein neuer Körper ist nur eine Hülle, manchmal reicht auch schon ein kluges Köpfchen. Warte, willst du damit sagen, dass er an seinen Kopf einfach abtrennen kann? Jörg, das ist ja widerlich. Halt den Schnabelvogel. Kommt schon, Jack, lass die Hüllen fallen und ab mit dem Kopf. Alter, ich kann meinen Kopf... Okay, ist jetzt meine Meinung. Oha, ich kann meinen Kopf... mit meinem Kopf spielen hier. Okay, da sind Hebel. Und da ist mein Kopf. Na, ist ja nett. Jawohl. Ich bin ein Profi. Kommen wir da jetzt hoch? Ist doch schon wieder irgendein Geheimnis, ne? Ach, hier können wir die schieben. Müsste theoretisch gehen. Alter, das mit dem Kopf ist so widerlich. So eine Mischung aus Krake und Kopf. Naja. Okay, dann müssen wir irgendwie noch... Reicht noch nicht. Kann man die nicht übereinander stapeln oder so? Das reicht noch nicht, wenn ich hier hochklettern will. Ich glaube, die Ecke ist ein bisschen höher hier. Ah, ein Stück noch. Oh, doch hoch da. Sie irgendwie übereinander kriegen, das wäre ja genial. Ah, fast. Na komm. Ach, schade, ich dachte, müssen wir nur übereinander stapeln können, oder nicht? Okay. Hat nicht zu funktionieren. Ja, so ein einfaches Rätsel, also. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Okay, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Okay, das kann auch nicht reichen, wenn ich jetzt hier drauf springe. Nee. Okay.
völlig am Eskalieren hier, völlig am Durchdrehen. Alter, da steht Schieben, ne? Aber das... Das soll kein Schieben, das soll mehr schlagen. So. Und mal die Spinnweben, ob die irgendeine Auswirkung haben. Wenn ich dann da irgendwie... Das ist schon merkwürdig irgendwie. Ich habe den Hebel da umgelegt, da oben. Ist ja auch wichtig, ne? Obwohl, warte mal, vielleicht ist das ja auch gerade der Fehler gewesen. Gar nicht... Na, da hoch. Gar nicht gesehen, ob die... Ne? Ob die Gegenseite dann runtergeht, wenn ich jetzt hier drücke. Ah! Alles klar. Hab ich gar nicht gesehen. Jawohl. Geschafft. Perfekt. Sesam, öffne dich. Kann ich jetzt immer meinen Kopf abwerfen? Nö. Anscheinend wird mir das dann immer angesagt. Ah. Lecker, lecker, frisch vom Bäcker. So, geht's runter. Ja. Ja. Hier schon wieder. Alter, was ist das hier, Mäuse, oder? Oh, das haben wir mal geklärt, ne? Würde ich sagen. Da komme ich nicht rein. Oder kann ich da meinen Kopf reinwerfen, dass der die ihn sammelt? Da geht's ja von der Seite rein. Ach, von der Seite geht's ja rein. Ah, nein, 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 nein. Bin auch wieder ein Schlingel hier. Frage, muss man da nach oben? Hier können wir noch was einsammeln, sehr gut. Kann ich auch nicht verschieben. Jetzt wahrscheinlich hier lang. Oha. Und jetzt müssen wir nur vernünftig gerade laufen hier. Uiuiui. Ja, eine knappe Angelegenheit hier. Ich habe Angst, dass ich auf der anderen Seite runterfalle. So. Die Lampe können wir nicht nehmen. Sehr guter Treffer. Ja. Wollen wir aber auf hier. Zack. Wieder. Sehr gut, sehr gut. Na, Energie geht sogar, ja? Gar nicht so schlecht aus. Jetzt hier mit der Eisenbahn fahren, oder? Hier geht's lang. Oh, das leuchtet so schön. Ah, da brennt's, das nicht gut. Ah, da kann man den Kopf einsammeln. Sehr gut. 6 von 20. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen hier.
Hier waren wir ja schon mit der Eisenbahn, ne? Ich da eigentlich... Nee. Wenn ich mit der fahren würde, dann... Wo würden das lang gehen? Mal gucken. Der scheint keine Auswirkungen zu haben. So, da brennt die Hütte. Das ist ja schon mal sehr gut. Dann, dass wir hier oben lang müssen. Jo. Jetzt sind wir hier oben und müssen jetzt hier lang? Ne. Alter, ich zünde hier mit meinem Ungeschick alles an und. Ah, da geht's glaube ich weiter. Ist doch, oder? So, hier können wir den nächsten Kopf einsammeln. Mir fehlt aber so ein bisschen die Richtung hier, wo es lang geht. Vielleicht hinten ist alles grün. Da kommen wir, glaube ich. Eieiei, das war knapp. Ja, mal gut, dass er das immer noch so ein bisschen ausgleicht. Ah, hier machen wir noch nicht, ne? Alter Schwede, ey. Das war ein bisschen unübersichtlich, aber wir haben es gepackt. Ja. So. Verbrannt, oder? Ja. Besser schnell einen Abflug machen. Also ich habe schon gedacht, wir schaffen es nicht. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal alles. Man kennt hier den Weg schon fast auswendig, wenn man 6-mal gestorben ist oder so. Geradeaus. Dann natürlich links. Ah, das ist ein ganz später Reflex von mir. Stunden später. Oh, hier. Die Stelle hast dich auf. Eieiei. Ich würde es aber knapp hier. Das ist die einzige Unlogik, die ich daran fand. Übrigens nochmal geile Musik. Nee, einzige Unsinnigkeit, die ich finde, irgendwie, dass man da gerade auslaufen muss, direkt ins Feuer rein. Aber wir haben es ja gut gemeistert, muss ich sagen. Oh, hier gibt es was zu trinken. Die Eule, die verpasst mir ja auch mal so einen komischen grünen Drink. Also, nicht wissen, was da alles drin ist. Ah, jetzt sind wir bei der Vogelscheuche. Wer ist da? Wer ist da? Zeig dich! Mach ich.
Da ist die rechts, was für ein fieses Scheusal. Ah, die hat eine Axt im Kopf, ne? Hat sie mich gesehen? Bitte sag sie mich nicht gesehen hat. Aha, sieh an, wenn das nicht unser kleiner Piepmatz ist. Manchmal ist die Übersetzung ein bisschen seltsam, aber okay. Rechts, sie hat mich gesehen. Weg, fort, schnell. Jetzt kriegt ihr noch gleich einen Flattermann und was dich betrifft, wird Zeit, dass du dich vom Acker machst. Ich habe schon gehört, dass du dich hier rumtreibst, Jack. Wir Mindermittelten Monster sind wohl nicht mehr genug für den alten Meister. Mindermittel, ja. Das ist auch schön. Ich habe meine eigenen Gründe, Vogelscheuche, und wenn du dich nicht selbst auf den Weg räumst, mache ich auch gern ein Lagerfeuer aus dir. Der Teufel besitzt wirklich die Frechheit einer abtrünnigen Seele, die wie dir unseren Job zu überlassen. Nun, dann wollen wir ihnen mal zeigen, was seine ach so tollen Menschen alles können, lebendig oder tot. Dich schicke ich wieder unter die Erde. Ah, okay. Extrem viel Energie abgezogen. Okay, machen wir mal lieber mit Fernwaffe. Ja. No, ist besser so. Ja, so könnte man das packen. Ja, komm, komm, komm. Weichen wir mal aus und schießen die mal lieber weg. Ja. Ja, ist besser. Warum sollen wir uns da Nahkampf einlassen, wenn wir schießen können? Ah, sehr gut. Nochmal, wahrscheinlich nur dreimal. Kann ich mir vorstellen. Jo! Wir haben's, sehr geil. Ah, schade, zu spät. Manchmal wären manche Dinge sind fürs Thumbnail nicht schlecht. Genius Trickster, who could fool even the devil himself, has returned to the mortal realm. Es macht echt Spaß, ist echt geil. Armed with a brand new body and his soul cruelly bound to a festering pumpkin, Jack has been joined by his stoic guide, the Owl. And commandeered the services of a cowardly crow to fight on his behalf. But there must be no more time for fun and games. Jack and his companions of the night must embark upon the quest to slay the wizard. With Jack now perfectly attuned to his new vessel, the owl leads him to the mountains in the distance. For at the heart of the mountain, through a network of ancient mines, lies a powerful secret. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle erstmal Schluss und sehen uns dann im nächsten Teil. Also, das hat echt Spaß gemacht. Das ist echt geil. Das gefällt mir. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich über ein Abo freuen. Lasst ein paar Kommentare da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin.